Klingt eigentlich ganz geil. Maria Schneider, BDM-Führerin, überzeugte Nationalsozialistin und Ehefrau von Oberstimmführer Schneider, verliebt sich in die Jüdin Rahel, die unter falscher Identität beim BDM untergetaucht ist. Moment, du willst doch da nicht als Frau hingehen. Weil es mit seiner Schauspielkarriere nicht vorangeht, versucht es Alexander alias Matthias Schweighöfer im Film Rubbel die Katz eben als Frau. Und siehe da, er hat Erfolg damit. Im wahren Leben möchte Matthias Schweighöfer das Geschlecht aber nicht tauschen. Was ich auch krass fand, war einfach die Wimperntusche, weil man konnte sich wirklich nie in die Augen fassen. Ne? Also es war immer so, sobald man sich in die Augen verrieben hat, ist irgendwas verwischt oder die High Heels, dann taten die Füße weh, die Klamotten. Frau sein ist nicht einfach. Sie wollen nicht tauschen? Nein, ich würde nicht tauschen wollen, nee. Wäre ja auch schade um die ganzen weiblichen Fans. Die nämlich kommen in Massen ins Xinedom, um ihren Matthias Schweighöfer einmal live zu erleben und um Autogramme und Fotos von ihm zu ergattern. Was ist so toll an Matthias Schweighöfer? Er sieht super aus und macht super tolle Filme. Ja, das ist einfach ein genialer Typ. Ja, seine Art, wie er eben spielt und seine Filme, ja. Guter Schauspieler, wirklich. Seine Haare, sein Lächeln, seine Art, dass er so natürlich ist. Hast du ihn denn jetzt schon gesehen, live? Ja. Und wie ist er? Bisschen mehr Falten als auf den Bildern. Hat er in echt? Ja. Ja, das Alter zeigt sich eben ohne Maske auch bei einem Schauspieler. Macht aber nichts, schließlich hat Matthias Schweighöfer erreicht, was er sich schon als Kind erträumt hat. Sie sind ja als Schauspielersohn geboren. Hatten Sie jemals die Idee, was anderes zu werden wie Schauspieler? Regisseur. Und jetzt bin ich froh, dass ich mit 30 auch das schon mal versucht habe. Und so als kleiner Junge mal den Wunsch gehabt, Feuerwehrmann zu werden oder Polizist, wie es jeder kleine Junge hat? Nee, ich hatte nie den Wunsch, Raketenforscher oder so. Ich wollte wirklich immer Schauspieler werden, von Anfang an. Ja. Ja, und als dieser beweist er in Rubbel die Katz gerade als Alexander bzw. Alexandra sein Talent. Im echten Leben hat aber auch er nun Zeit, etwas abzuschalten. Das kommt, Weihnachten kommt jetzt und Silvester kommt auch noch. Das ist das Dickste, was ansteht, worauf ich mich sehr freue. Weil da ist Ruhe, man kann viel essen, man kann auch viel trinken, man darf viel Schokolade essen und einfach zunehmen und darf das dann alles im Januar wieder abnehmen. Na, wegen seinen Fans muss er die dazugewonnenen Pfunde aber nicht abtrainieren, denn die lieben ihn auch noch mit ein paar Kilo mehr auf den Rippen.